Nach diesem Video wirst du genau die Lernroutine wissen, die du anwenden solltest, um dich ideal aufs Abitur 2019 vorzubereiten. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und jetzt geht es darum, wie du die perfekte Lernroutine entwickelst, um wirklich auch dich konstant sehr gut auf dein Abitur vorzubereiten. Und das Allerwichtigste dafür ist erstmal, dass du verstehst, was sind die Anforderungen, die du überhaupt brauchst. Das habe ich auch schon in einigen anderen Videos gesagt, dass es sehr wichtig ist. Und dass du daraus eben im ersten Schritt ableitest, was sind denn überhaupt die Themengebiete. Also dass du wirklich definierst, was will ich in jedem Fach lernen. Dann zweitens lernst du jedes Themengebiet, und das ist das Schöne an unserer komplettesten und besten Lernstrategie für die Oberstufe und für das Abitur, dass du es auf jedes Fach, was du hast, egal ob das eine Sprache, ob das ein Lernfach, was auch immer ist, kannst du auf alles anwenden. Für Sprachen, für Deutsch gibt es keine extra Regelung, aber genau das findet ihr auch hier eben im entsprechenden Video, und zwar zur AA-Methode. Das Video bitte unbedingt anschauen. Ihr merkt, ich sage das in sehr vielen Videos, weil es einfach die beste Lernstrategie ist, die ihr verwenden könnt. Deswegen bitte einfach mit der Lernstrategie die jeweiligen Themengebiete lernen. Drittens, alle 90 Minuten würde ich euch eine Pause empfehlen. Da, auch mit den 90 Minuten, würde ich einfach auf euer persönliches Gefühl hören. Ja, es muss, du kannst auch nur 60 Minuten machen, kannst auch 120 Minuten machen, kannst auch sagen, boah, ich lerne super gerne auch 4 Stunden am Stück. Viele schwören ja so auf diese Pomodoro-Technik, wo du so alle 25 Minuten schon eine Pause machst. Ist meiner Meinung nach viel zu schnell, einfach aus dem Grund, weil unser Kopf 15 Minuten meistens braucht, um sich wirklich wieder reinzudenken. Dann hast du halt bloß noch 10 Minuten, wo du wirklich was machen kannst. Also ich halte von der Pomodoro-Technik zumindest für langfristiges Lernen nicht so viel. Deswegen, ich würde euch davon abraten, macht quasi eine verlängerte Form der Pomodoro-Technik. Lernt wirklich länger, bleibt in eurem Fokus. Flow ist eins der entscheidendsten Sachen, die es gibt, um wirklich langfristig auch einfach Leistung zu bringen, und du kommst halt nicht in den Flow in 25 Minuten, und gerade wenn du im Flow bist, solltest du auch nicht schnell wieder rausgehen. Das heißt, mach wirklich längere Lernsessions und mach dann natürlich nach diesen auch eine Pause. Ja, also ist ganz, ganz wichtig, dass du halt wirklich, ich denke, meiner Meinung nach 90 Minuten einfach perfekt, und dann mach auch wirklich ordentliche Pausen. Ja, die können auch gerne mal 30 Minuten sein, die können mal 50 Minuten sein, können mal eine Stunde sein, dass du wirklich halt dich wirklich regenerierst. Das Entscheidende, meine Empfehlung wäre 90 Minuten Lernen, 30 Minuten Pause, für diejenigen, die da die Frage haben. Und das Wichtige ist nur, dass diese Pausen wirklich auch wirklich Pausen sind. Also bei 30 Minuten empfiehlt sich halt perfekt, dass du einfach einen Powernap machst. Ja, Schlafen ist extrem wichtig. Ihr könnt auch gerne in der Abiturphase tagsüber noch ein bisschen zusätzlich schlafen. Wenn ihr wirklich extrem intensiv lernt, wenn ihr merkt, euer Gehirn ist sehr angestrengt, dann braucht euer Körper diesen Schlaf auch, und der Schlaf dient auch eben dazu, um wirklich ganze Informationen zu verarbeiten. Deswegen das bitte unbedingt machen. Ansonsten auch sehr gut sind Spaziergänge. Ja? Du bringst einfach alles ein bisschen in Bewegung, hast frische Luft, kannst auch gerne mit einem Ball spielen, einfach Dinge, die dich ablenken. Ja, einfach Dinge, die dich nicht ablenken wie das Handy. Bitte auf gar keinen Fall ans Handy gehen. Leute, wenn ihr denkt, eine Pause sinnvoll, wenn du ans Handy gehst. Nee, Leute. Macht einfach irgendwas Ruhiges, Entspanntes. Auch nicht ein Buch lesen. Duscht von mir aus. Ja, ich sag immer duschen. Duscht. Oder macht einfach irgendwas, wo euer Kopf nicht involviert ist. Das ist das Entscheidende. Dass euer Kopf einfach frei runterkommen kann, um dann eben danach, nach der Pause, dann geht einfach wieder die A-Methode für das jeweilige Thema durch, dass ihr da dann auch wieder wirklich am Start seid. Viertens, die Audios, die euch in der AIM-Methode, deswegen auch unbedingt dieses Video anschauen, was ihr euch hier in der AIM-Methode aufnehmt, das würde ich in der passiven Zeit immer anhören. Das heißt, könnt ihr auch in der Pause machen, ist aber dann keine hundertprozentige Pause, zwar einfacher als das Lernen, aber keine richtige Pause. Aber in all den Zeiten, wo ihr irgendwie das Gefühl habt, okay, da mache ich zwar was, aber ich habe auf jeden Fall auch noch vielleicht keine Hand frei, aber zumindest irgendwie Aufmerksamkeit frei. Also wenn du zum Beispiel abspülst, wenn du dein Zimmer aufräumst oder wenn du Fahrrad fährst, aber bitte nicht zu laut, dass ihr irgendwelche Autos nicht mehr hört oder andere Dinge macht, ja, dann könnt ihr da natürlich einfach nebenbei eure Aufnahmen, die ihr in der AIM-Methode aufgenommen habt, hören. Das bringt nochmal super viel, um einfach den Stoff wirklich nochmal zu wiederholen, ohne dass ihr euch bewusst dafür anstrengen müsst. Ja, Vorbereitung ist eh schon so anstrengend, und das ist halt geil, wenn es quasi in deinem Kopf bleibt, ohne dass du selbst aktiv. Fünftens, durch wachsendes Verständnis dann wirklich auch Übungen integrieren. Das bedeutet, dass du dann nicht mehr nur die Zusammenfassungen schreibst und lernst und wiederholst und komprimierst und so weiter, sondern dass du wirklich auch Übungen machst. Am besten natürlich die Altabiture, das ist das Allerbeste, was du machen kannst. Ansonsten auch Übungsaufgaben, die du in deinem Buch findest, vielleicht Aufgaben, die du vom Lehrer bekommen hast. Vielleicht stellst du die auch mit deinen Mitschülern
untereinander Aufgaben, all solche Sachen sind super sinnvoll. Hauptsache, du kommst wirklich halt in diesen Übungsmodus. Weil das Schlimmste, was du in deiner Lernroutine machen kannst, ist, dass du da nur die Sachen wiederholst. Ja, einfach immer nur wieder durchlesen, durchlesen, durchlesen. Das bringt dich langfristig nicht weit. Deswegen unbedingt, sobald du ein gewisses Verständnis für den jeweiligen Themenbereich hast, unbedingt Aufgaben machen. Und dann siehst du nämlich auch, wo du stehst und bist auch gewohnt, wirklich das Ganze anzuwenden. Und darauf kommt es schlussendlich dann auch im Abitur an. Worauf es auch ankommt, ist die ideale Vorbereitung. Dafür natürlich unser Traumabitur-Coaching. Und ganz ehrlich, für diejenigen, die einfach gar keine Ahnung haben, was Traumabitur-Coaching haben, einfach mal bewerben. Ja, es kostet nichts, diese Bewerbung. Einfach mal anhören, einfach mal gucken, was es da so für euch gibt. Wir lassen sowieso nur die Leute durch, von denen wir erstens wissen, dass sie es wirklich wollen und zweitens, von denen wir wissen, dass wir ihnen auch wirklich weiterhelfen können. Das heißt, wenn du einfach neugierig bist, was das Ganze ist, oder du einfach davon noch nie was gehört hast, melde dich einfach mal an. Es kommt eh nur zustande, wenn es genau das Richtige für dich ist. Deswegen einfach mal machen und dann hören wir uns schon bald. Du wirst dann sehr bald auch von meinem Team hören, die eben schauen werden, ob das Ganze für dich passt. Und ansonsten denk dran. Ich glaube aber nicht. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo. What the fuck is a team? Nobody gonna work harder than me. Especially if it's my dream. I can't let none of these looks in vain. No, most of these blessings I can't even see. Praying that I get to breathe, yeah.